Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem Bücher-Unpacking vom Paket der lieben Lisa vom Kanal Gedankenlabor. Ja, ich hatte mich zu ihrem Community-Bücherpaket angemeldet und es hat jetzt bei mir Halt gemacht und ich bin super, super gespannt. Ich habe das Paket geöffnet. Habe auch vorne drauf schon so ein bisschen die Infos entdeckt und mir durchgelesen und finde es richtig cool. Ich bin sehr gespannt, was jetzt für Bücher enthalten sein werden, wie viele ich davon spannend finde, ob ich vielleicht sogar welche kenne. Und dann zeige ich euch natürlich auch, was ich rausnehme und auch welche Bücher weiterwandern. Es ist alles auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gut verpackt. Und oh, mich lächelt hier direkt ein Thriller an. Schwarzes Cover. Totenengel. Totenengel von Mark Roberts, habe ich noch nie gesehen, ist ein Thriller. Ein innovativer Krimi-Autor mit einem feinen Gespür für das Unerwartete. Ja, ist es jetzt ein Thriller oder ist es ein Krimi? Religion, Sühne, Schuld, ein Mörder, der keine Vergebung kennt. Eine Winternacht in Liverpool, auf der Straße bricht eine Frau zusammen, wirre Sätze von Blut und Mord stammelnd. Detective Eve Clay wird zu ihrem Haus geschickt und findet dort eine groteske Inszenierung. Der Vater der Frau, ein emeritierter Kunstprofessor namens Leonard Lawson, wurde ermordet. Sein nackter Körper aufgehängt, sein Torso von einem Speer durchbohrt. Ja, was soll ich sagen? Ja, ist mir, glaube ich, zu blutrünstig. Also, hätte ich vielleicht vor 10, 15 Jahren noch ganz gut gefunden. Doch stecken hinter dem Mord tatsächlich religiöse Fanatiker oder geht es um das älteste aller Motive, um Rache? Ja, ich glaube tatsächlich eher nicht für mich. So ein bisschen sanfterer Psychothriller ist vielleicht gar nicht schlecht, aber ja. Was haben wir hier? Ja, davon hört man natürlich richtig viel von Elena Ferrante, meine geniale Freundin. Und ich hatte das Buch schon mal auf der Wunschliste, ich habe es wieder runter, dann habe ich es wieder drauf gemacht, dann habe ich es wieder runter, dann sehe ich es mal wieder bei jemandem, dann habe ich es wieder drauf gemacht. Alle Welt liest Elena Ferrante, es ist der Teil 1 der Saga, der neapolitanischen Saga. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und sind doch unzertrennlich. Lila und Elena, schon als junge Mädchen beste Freundinnen in Nepal der 50er Jahre. Und sie werden es ihr ganzes Leben lang bleiben, über 6 Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf alles gemeinsam zurückblickt und hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu kommen. Ja, ich glaube, mich hat immer so ein bisschen, ja, das mit den 50ern so abgeschreckt. Aber es kommt mal auf die, ja, vielleicht Liste. Ich glaube, genau, es gibt, glaube ich, 4 Teile. Genau, heißt ja, genau, hier drunten heißt es auch. Unbekannte, große Unbekannte, Neapel geboren. Ich glaube, das landet mal auf dem Vielleicht-Stapel. Ja, ich gehe mal in mich. Ein interessantes Cover. Judith Lennox am Strand von Deauville. Habe ich noch nie gehört. Ist auch eine stürmische Familiensaga. Aufregend und rastlos ist das Leben der Mulgraves, die mit ihren 3 Kindern die schönsten Gegenden Europas bereisen, bis der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs die Familie zwingt, in England sesshaft zu werden. Ja, also das Wort Zweiter Weltkrieg ist gefallen. Dementsprechend, ja, das ist bei mir, das ja, vertrage ich tatsächlich, was das Lesen angeht, nicht so. Dann Thomas Hetche, Pfaueninsel. Seit Kehlmanns Vermessung der Welt habe ich keinen Erzähler mehr so souverän mit Ideen spielen sehen. Shortlist, deutscher Buchpreis, bayerischer Buchpreis und so weiter. Ich habe das, ist mir noch nie irgendwo untergekommen. Die Pfaueninsel in der Havel bei Potsdam, Rückzugsort der Preußenkönige, wurde im 19. Jahrhundert von Lenne und Schinkel unter Mithilfe des Hofgärtners Findelmann zu einem künstlichen Paradies umgestaltet. Es gab Kängurus dort und einen Löwen, Palmen und Götterbäume, einen Südseeinsulaner, einen Riesenzwerg und einen Mohren. Thomas Hetche lässt diese vergessene Welt wieder auferstehen, in deren Mittelpunkt er die kleinwüchsige Marie stellt, das historisch belegte Schlossfräulein der Pfaueninsel. Von ihrem Leben und unseren Vorstellungen von Schönheit erzählt sein Roman von der Zurichtung der Natur und unserer Sehnsucht nach Exotik, von der Würde des Menschen, dem Wesen der Zeit und von einer tragischen Liebe. Ja, spricht mich tatsächlich leider nicht so an. Von daher, das darf weiterziehen. Dann Die Gewalt der Hunde, Thomas Savage. Gibt es wohl einen Film?
Ist das der Film mit Benedict Cumberbatch? Oh Gott, da war der Film schon so lang. Genau, steht auch hier drauf. Netflix-Verfilmung von Jane Campion mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst. Ausgezeichnet mit dem Regiepreis auf dem Filmfestival in Venedig. Ja, Montana in den 1920ern, ein intensives Psychodrama um das althergebrachte Ideal männlicher Härte und die Beziehung zwischen zwei vollkommen gegensätzlichen Brüdern. Ich glaube, ich habe den Film nach einer Stunde abgeschalten. Ich glaube, das Buch wird mich leider auch nicht weiter begeistern können. So, was haben wir hier? Ach, jedes Jahr im Juni von Lia Lewis. Lass dein Herz los, wenn es fliegen will. Also zurzeit sprechen mich so Sommerbücher ja wirklich an, ne? Bin ich eigentlich überhaupt nicht so der Typ für, weil ich die oft lieber höre als lese. Für Emmy ist Lukas die ganz große Liebe. Seit dem Tag, als sie einen roten Luftballon mit einem Brief in den Himmel steigen ließ und Lukas ihr antwortete. Emmy weiß, dass er ihr Seelenverwandter ist und doch hat sie es nie übers Herz gebracht, Lukas ihre Gefühle zu gestehen. Jedes Jahr treffen sich die beiden am selben Ort. Jedes Jahr hat er ein ganz besonderes Geschenk für sie. Und jedes Jahr hofft Emmy aufs Neue, dass Lukas sich auch in sie verlieben wird. Doch dieses Jahr ist alles anders. Denn was Lukas ihr verkündet, lässt Emmys Herz in 1000 Stücke zerbrechen. Hat sie ihn damit für immer verloren. Ich würde jetzt mal vermuten, dass er ihr wahrscheinlich erzählt, dass er heiraten wird oder Papa wird. Und irgendwie ist das natürlich dann immer so unschön und ist dann die Chance vertan. Also ich finde es tatsächlich, also ich weiß eigentlich, ich vermute, wo vielleicht die Geschichte hingeht, aber es spricht mich doch so ein bisschen an. Ich glaube, ich packe es tatsächlich auf die Vielleicht-Liste, weil ich sowas wirklich für Frühling, Sommer, im Garten, auf dem Balkon, am Strand immer schön finde und dementsprechend, Soweit die Störche ziehen von Theresia Grow. Noch nie gesehen. Das finde ich sehr spannend. 2020 ist mir noch nie untergekommen. Die größte Liebesgeschichte seit vom Winde verweht. Und das heißt ja was. Wir sind allerdings in Ostpreußen. Ich finde, der Vergleich mit vom Winde verweht könnte da etwas hinken. 1939, während die Welt aus den Fugen gerät, wächst die junge Dora Twardy behütet auf dem Pferdegestüt ihrer Familie auf. Es mangelt ihr an nichts, auch nicht an Verehrern. Doch als die deutsche Wehrmacht Polen angreift, muss Dora schlagartig erwachsen werden. Ihr Vater wird eingezogen und übergibt ihr die Verantwortung für den Hof. Mit aller Kraft kämpft Dora um den Erhalt des Familienbesitzes. In den Wirren des Krieges stehen ihr zwei Männer bei. Der sanftmütige Freund aus Kindertagen und der abenteuerlustige Fotograf Kurt von Thorau. Kann Dora in einer verlorenen Welt ihre wahre Liebe finden? Oh, das klingt so ein bisschen nach einem Dreier-Gespann, stürmische Zeiten erfordern Mut, Zuversicht und den tiefen Glauben an die Liebe. Also tatsächlich spricht mich das so ein bisschen an, auch wenn wir natürlich auch den Zweiten Weltkrieg als Thema haben. Ich glaube, ich möchte da mal in die Rezension gucken, wie dieses Dreiergeflecht, wie intensiv das sein wird. Weil, nimmt es jetzt den Freund aus Kindertagen oder den abenteuerlistigen Fotografen, also man könnte schon vorhersehen, in welche Richtung es geht. Aber ja, ich würde es mal auf die Vielleicht Liste packen. Oh, was haben wir hier? Ach, ein kleines Büchlein, wo wir eintragen, welches Buch wir rausnehmen und reinlegen. Dann gibt es hier auch noch die Goodie Box. Ich glaube, dazu hatte Lisa auch was geschrieben. Das lese ich mir dann nochmal durch. Oh, jetzt kommt hier, geht es weiter. Ein Buch, ach, was ich tatsächlich schon einige Male auch auf der Wunschliste hatte. Ja, das ist doch eigentlich richtig gut. Aber es ist halt echt ein Wälzer von Ciara Brennan, die Herrin der grünen Insel. Und jetzt muss ich tatsächlich gleich mal nachgucken, ob ich das nur auf der Wunschliste hatte oder ob ich es tatsächlich angefangen hatte, als E-Book beendet hatte oder abgebrochen hatte. Ha, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. 4 Familien, 6 Jahre, Krieg, eine einzige Krone. Irland, 1166. Die grüne Insel ist in viele kleine Reiche zersplittert, die sich unerbittlich bekriegen. Könige fechten langjährige Fehden aus und selbst die friedliebendsten Untertanen werden in den blutigen Machtkampf hineingezogen. Zugleich droht ein gemeinsamer Feind in Irland einzufallen. Henry Plantagenet will die Insel an sich reißen. Werden sich die Herren der grünen Insel vereinen und sich gegen den König von England stellen? Und welche Rolle spielen der grausame Krieger Ascal und die von ihm entführte Caitlin in diesem Kampf um Macht und Blut? Das hat mich wahnsinnig angesprochen. Ich glaube, ich muss wirklich mal bei mir in die Leselisten gucken, ob ich das angefangen hatte, ob es einfach dann nicht weitergelesen habe.
Ach, irgendwie kommt mir das schon sehr bekannt vor, dass ich das vielleicht sogar als E-Book hatte. Ich guck mal, das landet auch so auf dieser Vielleicht-Vielleicht-Liste, weil eigentlich finde ich so, ja, Fantasy im Mittelalter-Thema oder hier ja sogar was Historisches gar nicht mal so schlecht. So, jetzt packen wir mal auf. Oh, Axio XOXO. Davon habe ich schon einiges gehört und von Axio habe ich jetzt auch das neueste Buch gelesen. Das ist, glaube ich, in Englisch, richtig. Finde ich auf jeden Fall cool. A Dreamy Dose of Key Pop, Idols and Secret Romances. What a finding the love of your life means risking the life that you loved. Ha, gibt's da nicht sogar schon mittlerweile eine Verfilmung? Aber das wäre natürlich in Englisch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. XOXO hatte ich nicht gelesen. Es landet auch mal auf der Vielleicht-Liste. Es klingt auch so nach einer schöneren, lockeren Geschichte. Und wenn man die dann vielleicht wirklich noch mit so einem einfachen Englisch, ja, im Grunde vielleicht irgendwie verbinden kann. Ich bin mir gar nicht sicher. Kommt das im Ursprung auch aus dem Englischen oder wurde es ins Englische übersetzt? Das findet man jetzt hier nicht. Ich weiß auch gar nicht, war das nicht ursprünglich auch mal ein Comic? Also so ein Manga? Landet mal auf der Vielleicht-Liste. Oh, Eisgesang. Meine Reise durch die Nordwestpassage. Von Kathleen Winter. Ob das Zufall ist, dass sie so heißt? Eisgesang. Ich glaube, das habe ich schon mal... Habe ich von der Autorin vielleicht sogar was da? Irgendwie sagt mir Eisgesang was. Eine Hommage an die Magie des ewigen Eises und die einzigartige Welt der Arktis. Ich hatte das Gefühl, an dem Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet. Ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name Nordwestpassage ist auf allen Weltkarten nicht verzeichnet. Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an mit einer Macht, die ich nicht begreifen konnte. Oh, da kriege ich direkt Gänsehaut. Das spricht definitiv für ein ganz lautes Ja. Ein höchst ungewöhnlicher Reisebericht. Die Leser erleben hautnah mit der Autorin, wie die Erfahrung dieser Reise ihr Leben verändert. Und ich finde sowas mega spannend. Und auch gerade so diese Nordwestpassagen, das ist natürlich wirklich eher auch so ein Mythos. Und da steckt so viel dahinter. Sie schreibt eigentlich Drehbücher, dann hat sie den Debütroman Annabelle, war ein Bestseller in Kanada, stand auf der Shortlist, wichtigsten kanadischen Literaturpreis und für Eisgesang war sie für den Hillary Weston Writers Trust Prize for Nonfiction nominiert. Heute lebt sie in Montreal. Also das schreibt ganz laut ja und dementsprechend ja, das erste fixe Buch. Ja, ein Buch, das ich tatsächlich schon gelesen habe, und zwar Tinte und Knochen von Rachel Kane, Die magische Bibliothek, wunderschöner Buchschnitt. Ich hatte es, glaube ich, als E-Book oder habe ich es gehört, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe es, glaube ich, abgebrochen oder es war zumindest nicht so, ja. Die Dark Academia Sensation von Bestsellerautorin Rachel Kane. Genau, da ging es um die Bibliothek von Alexandria, die dann irgendwie keine Rolle mehr gespielt hat. Dementsprechend ein relativ großes Nein, weil ich das definitiv schon gelesen habe. Dann haben wir hier ein Hörbuch auf CD. Oh, der kleine Eisbär. Super lustig und süß, also für Kinder absolut. Ich selbst habe aber gar nicht mehr die Möglichkeit, außer im Blu-ray-Player CDs abzuspielen und dementsprechend ja hier sogar noch verschweißt. Buchland von Markus Water, Akabus Verlag, noch nie gehört. Dieses Antiquariat ist nicht wie andere Buchläden. Das muss auch die gescheiterte Buchhändlerin Beatrice feststellen, als sie notgedrungen die Stelle im staubigen Antiquariat des ebenso verstaubt wirkenden Herrn Planer annimmt. Schnell merkt sie allerdings, dass dort so manches nicht mit rechten Dingen zugeht. Wer verbirgt sich hinter den so antiquiert wirkenden Stammkunden Eddie und Wolfgang? Und welche Rolle spielt Herr Planer selbst, dessen Beziehung zu seinen Büchern scheinbar jede epische Distanz überwindet? Doch noch ehe Beatrice all diese Geheimnisse lüften kann, gerät ihr Mann Ingo in große Gefahr und Beatrice setzt alles daran, ihn zu retten. Zusammen mit Herr Planer begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise quer durch das mysteriöse Buchland. Dort treffen sie nicht nur blinde Buchbinder, griechische Göttinnen und die ein oder andere Leseratte, auch der Tod höchstpersönlich kreuzt ihren Weg. Und schon bald steht fest, es geht um viel mehr als bloß darum, Ingo zu retten. Vielmehr gilt es, die Literatur selbst vor ihrem Untergang zu bewahren. Noch nie gesehen, noch nie gehört, spricht mich aber tatsächlich sehr, sehr, sehr an. Und dementsprechend landet es mal auf dem Vielleicht-Stapel. Also 4 auf dem Vielleicht, 2 auf Vielleicht, 1 auf Ja
und 5 auf 9. Ich finde, ist doch tatsächlich gar kein so schlechter Schnitt. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigen. Ich lege jetzt mal mein Buch mit dem Jahr hin. Und hier haben wir die Goodiebox mit Leseglück. Ah, okay. Hier haben wir so ein paar Teeproben, ein bisschen was Duftiges und ein bisschen Beauty. Ja, ich glaube, da kann ich mal einen Blick reinwerfen. Hier gibt es auch so ein paar Karten und vielleicht auch Leseproben, wenn ich das richtig sehe, und Lesezeichen. Ja, da gucke ich einfach mal in Ruhe rein. Es duftet auf jeden Fall richtig toll. Und ja, ansonsten gibt es hier auch noch Glückskekse, also Fortune oder Zukunftskekse. Nee, sind schon Glückskekse im Deutschen, glaube ich, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich nicht vegan sind. Steht jetzt nicht drauf. Aber ja, dürfen hier auf jeden Fall drin bleiben. Und ja, wir sehen uns sozusagen gleich wieder mit einem Schnipp. Sozusagen bin ich ja wieder da. Aber ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen belesen und schauen, was mich von den Büchern hier dann auf jeden Fall anspricht. Aber ich möchte schon sagen, die Mischung ist wirklich sehr, sehr gelungen. Das muss man wirklich sagen, das finde ich richtig toll. Also es ist ja gefühlt irgendwie alles irgendwie so ein bisschen dabei. Und das macht dieses Paket auf jeden Fall super spannend und ja, sehr abwechslungsreich. Einige Minuten später sitze ich hier und von den vielleicht Büchern nicht mit darf die Herrin der grünen Insel. Und zwar habe ich mir 2, 3 Rezensionen durchgelesen und ich kann mich wieder erinnern, warum es von der Wunschliste damals runtergegangen ist, weil es wohl sehr explizite Sexszenen haben soll und deswegen ist das, glaube ich, auch damals bei mir runtergeflogen. Auch die geniale Freundin, auch hier habe ich wieder gefunden, warum ich das irgendwann runtergeschmissen habe, weil es wohl eine sehr toxische Freundschaft sein soll und ein sehr trister Stil. Und dementsprechend darf das auch hier bleiben. Und ja, die Störche ziehen, der Zweite Weltkrieg ist einfach nicht mein Thema und es soll hier wohl tatsächlich auch um eine fehlgeschlagene Flucht gehen. Und ja, das ist einfach nicht meins, aber das ist gar nicht schlimm. Ja, wenn ihr jetzt aber aufgepasst habt, wisst ihr jetzt, welche 4 Bücher hier bleiben. Nämlich AXIO XOXO, die englische Variante. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wie ich das mit dieser verbotenen Liebe zwischen dem Popstar und so finde. Aber ich lese da auf jeden Fall mal rein. Dann richtig gute Kritiken hat ja Buchland bekommen. Ist zwar schon ein bisschen ein älteres Buch, wenn ich das jetzt gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich wirklich so 2 Handvoll Rezis mir angeguckt und gefühlt zwischen 4 und 5 Sternen. Ja, finde ich gut. Darf bleiben. Auch darf bleiben jedes Jahr im Juni. Da habe ich nämlich von einer Freundin von mir gesehen, jetzt auf Rido, weil ich dachte, mir kam der Autorinnennamen so bekannt vor. Und die liest gerade entweder das vorhergehende Buch oder das Buch danach, irgendwas mit 8 Tagen oder irgendwie so. Und die hat mir letztens, ja, vor einer Woche erzählt, dass sie sehr, sehr, sehr begeistert ist und dass sie den Stil von der Autorin so toll findet. Und dementsprechend, ja, lese ich das vielleicht mal oder vielleicht liest es auch sie zuerst. Von daher alles fein. Und ja, der Eisgesang, der stand ja gar nicht außer Frage. So, 4 Bücher sind eingezogen und ich habe jetzt so ein bisschen bei meinen aussortierten Büchern geguckt, sozusagen, was da ein bisschen passt. Ja, ich würde etwas Kaltes zurückgeben und zwar die unverfrorenen Freunde. Passt doch ganz gut so im Gegensatz zum Eisgesang, ist auch ein Sachbuch, geht um Pinguine. Ich glaube, passt tatsächlich ganz gut. Dann, wenn wir Englisch bleiben, habe ich leider nur ein sehr dünnes Buch im Gegenzug, aber es ist ein Comic und es war wirklich ein ganz, ganz toller Comic. Und zwar The Tea Dragon Society war für mich wirklich so ein kleines Highlight, möchte ich auf jeden Fall weiterlesen und denke, wenn ich ein englisches Buch rausnehme, kann ich ja auch ein kleines englisches Buch beilegen und das ist wirklich von der Optik so, so, so schön und ich hoffe, dass es einfach jemand Nachfolgendem gefällt. Dann kommt es jetzt wahrscheinlich, ja, so ein bisschen Fantasy. Wir hatten Buchland, da würde ich von Julie Kagawa Talon hineinpacken. Das ist der Auftakt, glaube einer 5-teiligen Reihe, Drachenzeit. Habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Habe dann, glaube ich, aber ab dem 2. Band, ich glaube, die E-Books gelesen oder sogar gehört. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber die Reihe fand ich richtig gut. Und ja, ich finde Julie Kagawa, die kann Fantasy und das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, so zum Liebesroman habe ich jetzt tatsächlich nicht direkt eine Alternative, aber ich würde von Mirales und Donate hineinlegen. Jenseits des Abgrunds ist ein Roman über den Sinn des Lebens
von Miralles habe ich ja schon das ein oder andere gelesen und ich denke, ja, dass das ein ganz guter Tausch ist zu den 4 Büchern, die ich rausgenommen habe. Ja, eine richtig schöne Ausbeute, freut mich richtig, richtig sehr. Und jetzt mache ich mich mal noch über die Goodiebox her und werde natürlich das Büchlein befüllen und dann darf das Paket auch weiterziehen, sodass ich dann auch die nachfolgenden Teilnehmer des Community-Pakets ja, im Grunde hier erfreuen dürfen. Ich packe euch die Playlist. Ich glaube, Lisa hat auch gesagt, sie hat eine unten in die Infobox. Da könnt ihr natürlich das Paket auch jederzeit gerne verfolgen. Vielleicht auch gucken, wer vorher schon dran war oder dann am Ende, was auch bei Lisa ankommt. Und ja, schaut da also gerne mal vorbei. Und ja, ich bin sehr happy. 4 Bücher ist auf jeden Fall ein ganz toller Schnitt. Vor allem, weil ja wirklich 2,5 der Bücher großartig klingen und ich da wirklich sehr, sehr gespannt drauf bin. Und bei XOXO lasse ich mich einfach mal überraschen. Und ich danke jetzt zum einen natürlich Lisa für den Start des Community-Pakets, auch dass ich dabei sein durfte. Danke wirklich für die coolen Bücher, die hier drin waren, auch die bunte Mischung. Ich finde, das spricht wirklich für ein ganz tolles Paket, wenn so, so viele Genres abgebildet werden. Und ja, euch danke ich jetzt natürlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.